Oh je. Oh je. Es klingt nicht gut. Also ich weiß gar nicht. Der zweite oder dritte Boss, der hat mit mir den Boden gewischt. Da hatte ich echt Probleme beim zweiten oder dritten. Ich weiß nicht mehr genau, welcher das war. Ich meine, das war aber der zweite in diesem Eisgebiet. Der hat mir den Arsch versohlt. Der hat mir richtig den Arsch versohlt. Und danke, Kaya. So. Ich will jetzt aber hier noch reingucken. Meine Katzen räumen immer meine ganzen Schubladen aus und verteilen meine Socken unter dem Bett. Auch nett. Also oder einer unserer Kater holt immer Sachen aus meinem Kleiderschrank raus. Nicht ganz so witzig, aber eher. Was? Pferde-Sashimi? Was ist denn Pferde? Ja, okay. Seltsames Gericht. Passt. So, geht's zum den unterirdischen Docks westlich von Nice. Meinen Sie jetzt, dass ich hier raus soll? Mir jetzt so Kindersicherung geholt, weil die auch die Schränke aufmachen. Ja, wir haben bisher allerdings nur zwei Schränke mit Kindersicherung. Aber das Geile ist, die Katzen kriegen sie trotzdem auf, trotz Kindersicherung. Könnte sein, dass wir dahin müssen. Da geht's aber auch noch irgendwo lang. Aber da? Ich weiß nicht. Wir schauen erstmal. Wenn ihr jetzt mal stehen bleibt. Es wäre nett, wenn ich euch umbringen dürfte. Also so nur nebenbei. Es muss nicht sein, aber es wird dir noch nett. Guck jetzt mal hier runter. Es gibt viele Gebiete, wo wir tatsächlich so da noch nicht waren. Wannsee. Da kann ich auf jeden Fall jetzt angeln. Jetzt schauen wir uns hier zumindest mal gründlich um. Ich bin 29. Grindel übertreibt ein bisschen.
Zitronen. Ich liebe Zitronen. Oh je. Jetzt sieht wieder nach einem Epos, der kein Gegner ist. Gruselzilla. Klingt interessant. Gruselzilla. Ich glaube, so ein ähnliches Viech hätten wir schon mal. Was? Und jetzt kommt mir die eine Attacke da bekannt vor. Die Einführung wollte ich jetzt gerade nicht wechseln. Wir gehen gerade weiter mit Alten spielen. Wenn die Möglichkeit besteht. Es ist auf jeden Fall ein stärkerer Gegner. Keiner, der unmöglich ist. Ist ja schon im roten Bereich. Dragon, vielen lieben Dank für dein Raid. Herzlich willkommen. Was ganz voll Schönes. Und Hilfe. Ich bin sofort, fast sofort durch da. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, es geht euch soweit allen gut. Warte, jetzt kann ich aber ganz kurz. So, perfekt. Wir haben ihn besiegt. Jetzt bin ich voll und ganz für euch da. Oh, was gab's Schönes bei euch? Und jetzt nochmal ein großes, dickes Hallo an euch alle. Geht's weit zu guten Müde. Diese üble Müdigkeit. Hatte ich gestern. Ich glaube, gestern lag ich den einen Tag einfach nur im Bett und habe gar nichts gemacht. Gothic 2. So ein tolles Spiel. Genauso wie Gothic 1. Sind beides so mit meine Lieblingsspiele. Ist schon spät für mich. Eigentlich nicht nur für dich. Es ist auch schon echt spät. Aber wir machen sonntags ja meist immer ein bisschen länger. Angepeilt ist bis, ich glaube, 2. Ob ich es durch hätte, weiß ich noch nicht. Aber Gothic 2 ist echt cool. Es steht irgendwann auch noch
auch noch auf meiner Agenda. Haben mich zumindest einige schon gewünscht. Also sie meint 3 Uhr. Ich hab morgen den Hund. Ich muss morgen mit Wauzi Wauzi Gassi gehen. Sonst macht Wauzi Wau nämlich ins Haus. Also ganz so schlimm ist es nicht mehr. Aber wenn ich die Ausgehzeiten verpeile, und sie möchte ja auch ihren großen Spaziergang haben, ne? Das kann ich nicht machen. Also Herrchen ist morgen schon lange weg, da kann ich sie nicht auch noch in der Ecke liegen lassen. Das dankt sie mir nicht. Ich habe die Hoffnung, dass es einfach nur bis 2 geht. Wir peilen 2 Uhr an. Hi, wer? Wie gesagt, dafür ist dann ja irgendwann in 2 Wochen der 17- oder 24-Stunden-Stream. Hier habe ich noch nicht entschieden. Ja gut, und die Tierchen kommen. Ja, die Tierchen gehen vor. Die Tierchen gehen immer vor. Außer der Hase, der kann sich fast um sich selbst kümmern. Aber auch nur fast. Das Einzige, was er braucht, ist ab und zu ein bisschen Essen und ganz viel Wasser. Das ist das Einzige, was unser Kaninchen braucht. So kann er sich ganz gut allein versorgen. So. Eigentlich bin ich hier nur runtergegangen, damit ich angeln kann. Da vorne soll die Angelstelle sein. Kein Streichereinheit für das Hase. Sagen wir es mal so, Hasi mag es nicht so gern, gestreichelt zu werden. Also er hat keine Berührungsängste mehr, aber es ist kein Kuschelhase. Es ist keiner, der dann auf den Schoß springt und sich wohlfühlt. Der guckt einen immer so skeptisch an und hat Mordpläne. Glaube ich zumindest. Ich muss aber langsam ins Bett. Ich wünsche noch viel Spaß. Danke, den werden wir haben. Und wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht und einen schönen Wochenstart. So. Das Grillhändel. Warte mal, wir hatten doch vorhin was mit Käse. Also, ne, das Gespräch mit Käse. Vitamintrunk, das können wir jetzt machen. Gnocchi. Ich mag keine Gnocchis, ne? Mag einfach Käsefondue. Wollen wir Käsefondue machen? Komm, wir machen Käsefondue. Hey, ja. War klar, dass Mira dann sofort ankommt, ne? Ich wusste. Wenn es um Käse geht, kommt der Käse. Mira, das ist jetzt nur für dich, ne? Das weißt du, oder? Wobei, so auf Käsefondue könnte ich, glaube ich, auch mal. Ich glaube, das schmeckt echt lecker. Die jemand hat mir gerufen. Ja. Ich war's. ただ全部お皿に乗せて上からチーズをかけるのとどう違うのかしらとか考えてしまって。 Sie ist wieder philosophieren über den Käse. Ich glaube, ich habe nur einmal in meinem Leben Käsefondue gegessen. Ein einziges Mal. Aber als Kind war ich kein Käsefan. Da war ich ganz, ganz wählerisch, was Käse angeht. Heute bin ich zwar auch noch wählerisch, aber ich war so wählerisch. Es ist um mehr als eine einzige Käsesorte. Cheese Fondue ga isshun ni shite bukkake cheese ni natta. Mmh.
Xion. Wir reden mit Xion. So, warte mal, ich das haben. Ja, das ist alles wieder hochgeheilt. Objekte kaufen. Ich glaube, ich muss halt auch unbedingt mal was verkaufen, ne? Gut, ich hab's jetzt. Ne? Gut. Weil eigentlich von den Waffen möchte ich eigentlich nichts verkaufen. Gegengiftstein. Ja, aber das kann ich mir gerade leider nicht leisten. Mein Augenmerk liegt auch auf das, auf dem Orangengelee. Leider. Jo. Hier kann ich fischen. Scheiße, falsche Taste. Womit fange ich nochmal an? Ob ich da was finde? Okay. Also so ganz habe ich das mit dem Fischen noch nicht raus. Die Fisch hat angebissen. Okay, Fische sind kommen. Hey.
Also so perfekt im Angeln werde ich erstmal nicht, ne? Fisch hat angebissen. Von Berserker Piranha. Oh Gott. Piranha. Moment, wenn man Piranha nicht mehr aussprechen kann. Weißt du auch mal, einfach nur so zu üben. Ich weiß halt nur nicht, wo man hier am besten dann. Wir versuchen es einfach nochmal. Vielleicht fangen wir dann ja einen anderen Fisch. Mal gucken. Das ist seltsames Angeln. Ganz, ganz seltsames Angeln. Na ja. Okay, ist der gleiche Fisch. Nur kleiner. Meine ich. Okay. Also, hier haben wir die Piranhas. Actionangeln. Sozusagen, ja. Da hinten liegt das Wasser, aber ich habe keinen Bock auf das riesige Viech gerade. Hi. Das hat's gebracht. Das hat man aber auch noch nicht. Hier geht's rein. Ich weiß nur nicht, wo ich hier eine Eule sein soll. Jetzt müssen wir davon aus, dass hier noch irgendwo eine Eule ist. Ja, okay. Hier in der Nähe ist einer. Das beantwortet meine Frage.
ひとまずの決着はついたか。まだまだ戦いは続くんだな。 Wo ist sie? Hier irgendwo. Ich weiß nicht genau, wo die Eule sein soll. Ich gehe mal von über mir aus, aber... Eule, du zeig dich. Ja, aber echt? Hier drin ist er nicht. Ich meine, ich höre sie. Die ist da irgendwo. Wo ist diese Eule? Ich sehe sie aber auch nicht, ne? Ich glaube, die ist da oben. Nicht hier unten? Ne, da unten ist sie nicht. Ich glaube, die Eule will sich nicht zeigen. Komm raus, das Stück. Ich glaube, Eule will nicht. Eule weigert sich. Blöde Eule. Das ist echt so. Äpfel. Juhu, 4 Äpfel. So, jetzt geht die Suche nach der Eule weiter. Okay, da kann ich runterspringen. Aber hier ist nirgends von der Eule, ne? Da! Ich sehe sie! Da oben. Also wir müssen da irgendwie hochkommen. Wir müssen irgendwie nach oben. Die wird gerupft. Das arme Viech. Uah, nicht darunter springen. Okay, das heißt einmal von der anderen Seite.
wenn ich dann hier runterspringe. Mache ich gleich. Ne, mach ich jetzt. Da ist ein fettes Viech drin. Mach ich jetzt. Sonst vergesse ich's. Mein Gott. Wütende Brille. Okay. Ich warte immer darauf, dass es irgendwas Tolles Neues gibt, was man den Charakteren auch ne, anbringen kann, ohne dass sie dann scheiße aussehen. Aber es gibt ja nur noch Müll. Also am besten waren die Katzenohren. Bisher. Und der Katzenschwanz. Und das hält für einen Wolf. Klar, als wenn ich einen meiner Charaktere misshandle, indem ich denen eine Brille aufsetze, durch die sie wütend gucken. Das ist, als wenn ich mir so einen falschen Schnauze anklebe. Nein. Einfach nein. Nein. Nein, wirklich nicht. Was ist das für ein Viech? Eine interessante Idee, Mappa, aber ich glaube, ganz so funktioniert das wahrscheinlich nicht. Mach ich sofort nach dem Kampf hier. Dann setze ich die Öhrchen wieder auf. Und auch bei dir die Frage, mit oder ohne Glöckchen? Okay. Hey, komm her. Du Schuft. Oh, Roster. Wie habe ich den denn eingefroren? Wir haben das Vieh, Gott sei Dank, gleich. Nein.
geschafft. So, warte, wo ist die Öhrchen da? Und da sind die Öhrchen wieder auf. Erstmal muss alles passend wieder gemacht werden. Versiegelte der Klinge. Okay. So. Gibt es da jetzt noch irgendein Örtchen? Ne, wir waren da vorne beim Lager. Nee. Eule haben wir. Ich glaube, dann können wir wieder zurückgehen. Ja. Ich will jetzt erstmal wieder zurücklaufen. Achso, und warte mal. Fertigkeiten-Matrix. Mal gucken, ob da noch irgendwas Interessantes ist. Es beginnt. Ja, machen wir einmal. Sehe der Gegner Niederstreckung. Yep. Machen wir auch mal. Sarah. Geht sofort weiter. Einmal ganz kurz was mit schreiben. Geht ein paar Sekündchen weiter. Es ist immer so der Moment, wenn dann die Familie einmal kurz was will. Unter anderem. Okay, so. Nein! Ich bin aus meiner Matrix raus. So, jetzt aber. Ja, was mache ich? Macht das für dich einfach, das Überlimit auszulösen? Boostanzeige, die Mail Boostanzeige geführt wird. Gegner besiegt. Wir machen erstmal das hier unten. Rinwill hat 1000. 960. Dann machen wir das hier fertig. Dann hat sie mehr Elementarverteidigung. Nichts, was er gerade fertig machen kann, ne? Das hier höchstens. Das hier unten. Okay. Dann einmal zurück. Nee. Weiß ich nicht. Ist ganz, ganz schwer einzuschätzen.
bei den Tales-Spielen denkt man sich immer, okay, man müsste es ja fast geschafft haben. Dabei geht es meistens noch eine halbe Ewigkeit. Also wir haben jetzt... mal, wenn ich jetzt einmal kurz speichere. 27 Stunden haben wir jetzt gespielt. Also ich schätze vielleicht grob bei der Hälfte. Wenn überhaupt. Schätze ich jetzt einfach mal. Ist aber wie gesagt ganz schwer anzuschätzen. Ich habe halt auch nichts weiter vom Spiel gesehen. Kann es also auch nicht sagen, wo man da jetzt ungefähr ist. Weil ich gehe mal davon aus, dass es nicht nur bei der Bekämpfung der Lords bleibt. Also was ich definitiv sagen kann, ist, dass es mindestens noch 5 Stunden geht. Weil derer ist ja knapp... Also, wir vermuten mal, dass wir so knapp 5 bis 6 Stunden auseinander sind. Ungefähr. Pi mal Daumen. Aber mehr kann ich da auch nicht gut, groß zu sagen. Das stimmt. Also von mir aus kann es doch eine halbe Ewigkeit gehen. Hätte ich kein Problem mit. Weil das Spiel ist echt gut. Mittlerweile habe ich auch eine Länge im Spiel erreicht, wo ich sagen kann, ich kann privat nochmal anfangen. Was ich jetzt auch gerade getan habe, vor ein paar Tagen. Weil ich jetzt ungefähr so weit bin, dass ich sagen kann, gut, ich kann ruhig gewissen spielen, ohne dass ich mich selbst überhole. Und dass ich mich vielleicht selbst spoiler. Bei 27 Stunden muss ich erstmal nachholen. Oder einholen. Ist nicht ganz so einfach. Wir müssen ja gucken, kostet 60 Euro. Okay. Dann war ich ja doch noch recht im Rahmen. Mit 50, 60 Euro. Das war echt. Oh ja. Aber es lohnt sich halt für das Spiel, ne? Also das Spiel ist echt gut. Das sind hier so seit langem so das beste RPG, was ich habe. Aktuell so. Das wird schon was heißen, wenn ich das sage. Ich bin nämlich echt wählerisch. So, wo muss ich hin? Ich gehe mal von aus, dass ich dann geradeaus rüber einmal muss. Schätze ich jetzt einfach mal grob. Eine reine Vermutung. Ja, selbst 43 Euro ist echt noch viel. Aber es gibt mittlerweile auch ein DLC für Pelz. Es gibt ja das, ach. Oh. Mhm. Von einem Anime, den ich gerne gucke. Ja, wie heißt der Name jetzt nochmal? Hört also online. So. Davon gibt es jetzt ein DLC mit. Was ich mir natürlich auch zulegen werde. Ich gehe mal von aus, dass das dann auch Story beinhaltet. Ich habe mir da, also die Infos zu dem DLC habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich glaube, da kommt auch Story drin vor. Das heißt, die haben sogar schon ein DLC, womit wir es ein bisschen verlängern können. Schätze ich einfach mal. Was geil wäre. Kann aber auch sein, dass es sich einfach nur um Klamotten handelt. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber das finden wir dann heraus, wenn es soweit ist.
Ja. Weil Sword Art Online ist halt echt nichts was Geiles. Finde ich zumindest. Bin ich halt riesen Fan von. Und das jetzt hier in Hells vereint, sag ich jetzt mal, ist schon geil. Also ich glaube, ich habe alle Staffeln jetzt mittlerweile gesehen. Nur den Film muss ich noch gucken. Oder die Filme. Gibt ja auch noch Filme dazu. Einen, den ich weiß, und die Spiele muss ich noch zocken. Habe ich fast alle. Mir würde es ja besser gefallen, wenn es keine Eulen, sondern Kätzchen wären. Ja, auch wenn es Kätzchen wären, ne, dann würde ich das Spiel, glaube ich, 30 Mal durchspielen hintereinander. Dann gäbe es, glaube ich, kein Halten mehr. Ja, ich meine, es gibt mittlerweile zumindest einen Film, von dem ich weiß. Kann aber auch sein, dass es mehrere gibt. Aber einen Film gibt es definitiv. Ich glaube, der ist auch gerade auf Netflix. Meine ich. Also ich glaube, also ich habe zumindest 5 Spiele besitze ich. Dann gibt es mindestens 2 Staffeln. Ich weiß nicht, ob es auch noch Spin-offs gibt und dann halt auch den Film. Also doch ist eigentlich eine recht große Reihe tatsächlich. Und ich finde sie auch gut, davon ganz abgesehen. Es geht um Sword Art Online. Ist eine Anime-Reihe. Mangas gibt es auch nur davon. Natürlich, wenn es ein Anime gibt es für gewöhnlich auch Mangas. Auch meine Eule? Okay. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Wir gucken einfach. Also, nee, Mangas und Animes kenne ich mich nicht aus. Musst du auch nicht. Musst du auch nicht. Ich habe damit auch erst aktiv vor. Fünf Jahren angefangen. Vorher immer mal wieder Animes geguckt. Controller, was willst du gerade von mir? Immer mal wieder so Animes kurzzeitig geguckt. Nie aktiv. Dann hat mir irgendwann meine Großtante mal von einer Buchmesse einen relativ neuen Manga damals mitgebracht. Konnte ich mir damals aber nicht leisten, die Reihe tatsächlich. Also zumindest komplett zu sammeln. Aktiv zu sammeln. Dafür war mein Taschengeld einfach zu gering. Und dann habe ich das quasi vor 5-6 Jahren, wo ich von zu Hause ausgezogen bin, das war 6 Jahre, glaube ich, der Anime quasi wiederentdeckt in meinen Kisten und hab dann gesagt, gut, okay, komm, fängst du damit halt an, wieder zu sammeln, Animes zu gucken und ja. Ich will eher die Eltern sagen. Teils ältere, ja, das meiste ältere ist nicht ganz so meins, tatsächlich. Der erste Manga, den ich hatte, war Kimi ni Todoke. Kann ich eventuell, wenn ihr wollt, kann ich es euch auch einmal kurz in die Kamera halten. Steht da nämlich im Regal.
Nur wenn ihr wollt, natürlich. So. Die Dinge, die man von hinten nach vorne liest. Ja. Ja. Wo sind die Öhrchen? Meinst du die Katzenöhrchen? Die hier? Sieht man gerade so schlecht, ne? Wie ihre sind da? Okay, warte. Oh, ich habe mal ganz kurz. Sogar Gushide, was lesen die Idee, die da rein schimmert.